Wer schweigt, macht sich schuldig. Wer wegschaut, ist der Schuldige. Und wie soll ich es sagen? Die Mehrheit schaut weg. Und ich sehe hier nur einen ganz, ganz kleinen Kreis, ja, der einfach Deutschland bittet um Unterstützung. Hier sind Ärzte, Dr. Tesmari, Dr. Issam Maruf habe ich gesehen, andere Ärzte, die hier reden und die hier in Deutschland was für uns tun. Und wenn die etwas in Frieden sagen und mit freien Gedanken unterstützen, dann müssen wir doch ein Herz haben, eine Seele und ein Verstand. Und dann müssen wir doch unsere Regierung sofort abwählen. Ja, es ist einseitig durch den Holocaust beschrieben und mehr möchte ich auch nicht sagen, vielleicht auch einseitig gemacht. Und ja, Israel ist angegriffen worden, aber die Geschichte zeigt seit 1973 ein offenes Gefängnis. Und das darf die Welt nicht unterstützen und wir dürfen da nicht weggucken. Thank you.